Hallo und herzlich willkommen zurück zu V-Rising. Ich bin der Typ mit dem Bart. Und ich habe einen Plan. Ja, Freunde, willkommen zurück zu dem blutigen Vampirspiel hier auf meinem Kanal. Wobei, eigentlich ist es gar nicht so blutig. Ja, ich möchte heute mit euch quasi das fortführen, was ich letzte Woche schon begonnen habe, beziehungsweise nicht letzte Woche, sondern in der letzten Folge. Ich würde gerne das Ganze mal hier umbauen. Also die heutige Folge dreht sich eigentlich nur um den Umbau der Base, und zwar von Holzwänden und Palisaden auf Steinwände. Ja, also wer die letzte Folge gesehen hat, ihr habt ja mitbekommen, dass ich total auf dem Schlauch gestanden habe, wie man denn tatsächlich Wände baut. Ich habe es nicht hinbekommen. Steinziegel herzustellen, und dann habe ich echt nochmal alles durchgelesen und habe mir die ganzen Tooltips angeschaut. Ich habe explizit darauf verzichtet, das Ganze auch irgendwie zu googeln, denn da wäre es wahrscheinlich das geringste Problem gewesen, und sondern wollte einfach gucken, ob ich das irgendwie selber rausfinde, weil für mich war das noch ein bisschen unklar. So, was habe ich getan? Ich habe die Mühle gebaut, und in der Mühle kannst du tatsächlich die Steinziegel herstellen. Ja, gut, ich werde euch das gleich zeigen, und ja, möchte mich nochmal bedanken bei all den Zuschauern, die ganz fleißig kommentiert haben und mir wirklich hilfreiche Tipps gegeben haben. Und ja, ich werde im Einzelnen, wenn es zu gegebener Zeit der Anlass ist, werde ich da nochmal drauf eingehen. Ich würde sagen, nach einem kurzen Intro machen wir den Bärtisch immer wach. So, da sind wir auch schon in unserer Base. Hier seht ihr übrigens, ich mache das jetzt mal so, der bleibt noch in der Kiste liegen, weil es ist gerade Tag, glaube ich, und dann brennt der ganze Krempel wieder hier. Hier ist die Mühle, die ich hier hingestellt habe. Er ist natürlich alles auch recht auf engen Raum einfach so hingezimmert, aber mir blieb erstmal nichts anderes übrig. So, jetzt machen wir den Kollegen erstmal wach. Ui, ist aber ganz schön laut für mich, das muss ich gerade mal ein bisschen runterdrehen. So, wie ich es schon vermutet hatte, es ist hellig der Tag, somit kann ich euch das gerade nicht zeigen, beziehungsweise... Ich habe hier einfach keinen Schatten, ne? Ich hätte hier eine von den Nebelfeuerschalen hätte ich hier vorne hinstellen sollen, denn ich bin der Meinung, ich hätte hier noch... Oh, da waren nämlich noch Knochen drin, aber jetzt muss ich den erstmal, den Nebel erstmal verteilen lassen. Jetzt geht es. Okay, passt auf, Freunde. Das ist die Mühle, da kommen Steine rein, das ist die Ressource, und ja, das kommt hinten raus. Steinziegel und Steinstaub. Wofür ich den gerade noch brauche, das kann ich euch gar nicht sagen, aber der wird wahrscheinlich auch für irgendwas gut sein, was wir über kurz oder lang herausfinden werden. So, was kann ich hier noch machen? Ich kann aus Knochen, kann ich Grabstaub herstellen. Das ist auch ganz nice. Ich würde sagen, ich sack einfach mal die Steine ein. Ja, so, mit Tierhäuten kann ich ja auch was machen. Genau, die kann ich in die Gerberei geben. Dann können wir nämlich da das Leder draus herstellen. So, einfach mal reingeschmissen und los geht's. Ja, wir können auch eigentlich nochmal schauen, wie hier der Blutvorrat ist. 245, tatsächlich noch einen ganzen, für den ganzen Tag Blut. Finde ich ja richtig cool. So. Da haben wir die Blutpresse. Was haben wir hier drin? Ah, da können wir mal hier die Dings reinschmeißen. Da habe ich ja auch noch Blut drin. Ach Mensch, Freunde. Mehr als genug. Mehr als genug. So, hier ist noch eine Ratte. Das nervt mich auch, wenn die hier rumwuselt. Ungeziefernest. Da brauche ich nochmal... Davon Knochen brauchen wir noch. Ja, müssen wir demnächst mal wieder nachts auf Jagd gehen. Oh, jetzt kann ich eine Riesenratte herstellen. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, ne? Wie das Vieh aussieht. Lasst uns gerade mal schauen. Müsst ihr eigentlich gleich rausspringen. So, was ich jetzt auch neu dazugelernt habe, was mir gar nicht klar gewesen ist, das hier, also diese 27, die ihr seht, ja, das ist nicht mein Level, sondern das ist einfach die Stufe meiner Ausrüstung. Je höherwertiger deine Ausrüstung ist, desto, ja, einfach desto mehr höher wird diese Zahl. Oh, guck mal hier. Die ist aber sehr angriffslustig, ne?
Ah, okay. Also ich würde mal fast sagen, da macht es Sinn, diese Ratten irgendwie als Wächter abzustellen. Also quasi hier so ein Ungeziefernest vor die Tore zu stellen und dann Riesenratten zu züchten, die so ein bisschen das Ganze hier verteidigen. Ich habe keine Ahnung. Ich würde es einfach mal so behaupten. So, hier packen wir den restlichen auch noch rein. So, jetzt habt ihr gerade gesehen, es ist Blutmond. Das heißt, ich habe wieder eine erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit um 10% und die Effekte deiner aktuellen Blutgruppe sind um 20% erhöht. So, gut, Freunde. Ja. Was machen wir? Wir bauen jetzt einfach mal Steinwände. So, und da weiß ich nicht, kann man hier einfach einen Steinboden draus machen? Was sind denn da die. Flussbodenbelag. Was brauche ich denn dafür? Blutessenzen und Steinziegel. Blutessenzen und Steinziegel. Da brauchen wir ja schon eine Menge Steinziegel. Nee, lass uns mal gucken. Ich möchte unbedingt die Mauer jetzt bauen. Wände, genau. Steinziegel und Bretter. Das klingt doch schon mal gut. Kann ich die einfach drüber setzen? Oder muss ich die alte wegmachen? Das sieht ja schon doof aus, ne? Ich würde sagen, ich habe hier draußen doch schon die Basis erweitert. Ja. Seht ihr ja hier. Dann können wir einfach mal hier die Dings hinsetzen. Können wir nicht, weil hier diese doofe Mauer im Weg ist. Ach, es gibt doch immer irgendwas, was stört. So. Dann bauen wir hier noch hin und hier bauen wir noch eine hin und dann muss ich erst wieder abholzen. Das machen wir doch gerade mal. Ich habe ja jetzt die gute Bronzekeule. Dann geht es auch relativ flott. Und können wir gerade das Erz noch abbauen. Können wir mal gucken, ob wir hier die Grenze auch noch erweitern können. So, jetzt brauchen wir mal gerade wieder hier. Weiß, das ist zum Holzhacken jetzt nicht die beste Lösung, das mit dem Speer zu machen, aber ich mach's einfach mal. Guck mal, da vorne schläft ein Bär. Da unten ist ein Steingolem. Ich glaube, mit dem können wir uns dann auch bald mal auseinandersetzen. Genau. Kann ich jetzt hier die Grenze noch erhöhen? Ja, kann ich tun. Das ist doch schick. Kann ich das hier auch noch erweitern? Ah, okay. Dann kann ich die Mauer quasi wieder abreißen, weil die ist ja dann hinfällig. Hier auch. Sehr gut. Mensch, da können wir die Burg heute richtig ausbauen und können mal wirklich so einen Trakt bauen, wo wir jetzt einfach nur unsere Gemächer drin haben und ein Trakt, wo dann auch so die Produktion drin ist von den ganzen Ressourcen, die wir brauchen. Das finde ich richtig gut. So. Also wie gesagt, es gibt eine reine Baufolge heute. Aber da müsst ihr jetzt einfach mal durch mit mir. Aber das ist natürlich auch ein Thema, was viele Zuschauer interessiert. Vor allem diejenigen, die neu sind mit dem Spiel und sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Für die ist es natürlich interessant. Für alle anderen bestimmt auch. Ich weiß es nicht. Aber ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie weit ihr mit euren Burgen und Schlössern seid. Interessiert mich natürlich auch immer wieder. So, hör doch auf. Oh, da hat sich das aber auch jetzt hier mit dir. Ich habe mir tatsächlich die Bronze-Äxte noch nicht gebaut, glaube ich, ne? Oder Kupfer-Äxte. Nee. Ja, da brauche ich mich auch nicht wundern, warum das alles so lahm ist hier. Okay. Dann müssen wir halt Holz hacken, ein Schwert.
dann soll das so sein. Guck mal, da sind auch gleich noch Steinvorkommen. Da können wir auch, die können wir gleich auch nochmal abbauen und können dann nochmal die nächsten Steinziegel in Auftrag geben. So, jetzt muss ich aber gerade mal gucken, wie das funktioniert, solche Dinge abzubauen. Schlossmauern abbauen. Ach, Demontage. Ach, wird zu 100% erstattet. Das finde ich gut. Aha, okay. Auch zu 100%. Sehr schön. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Dann können wir den Krempel hier ja auch mal wegmachen. Und den Krempel können wir hier wegmachen. Es kann nicht geändert werden, bevor es nicht getrennt wurde. Ach nee, zumachen wahrscheinlich, ne? So, habt ihr gesehen? Von dem Holzgeschichten bekomme ich auch nur 75% erstattet. Also es ist nicht immer selbstverständlich, dass man alles komplett erstattet bekommt, aber gut. Dann ist das so. Das macht mich jetzt aber auch nicht traurig. Ich bekomme ja was Neues. So. Zack, zack. Da soll das alte Tor wieder hin. Ich würde mal hier eine verstärkte Fensterwand hinsetzen. Baue Wände auf Fundamenten, um Räume einzuschließen. Naja, das ist schon klar. So, jetzt machen wir hier mal sowas hin. Eine Fensterwand. Das interessiert mich nämlich auch. So, und dann kommt nämlich hier kommt unser neues Tor hin. Ja, so sieht das gut aus, Freunde. So gefällt mir das. Guck mal, da können wir nämlich hier auch schon ein Schlosstor bauen. Und gleich rein da. Ach, ist das nice. Jetzt hat das so langsam richtig... Ah, es gefällt mir. Ich will das so haben. Ich brauche das. Sorry, wenn ich gerade so ein bisschen euphorisch bin. Aber das ist ja der Krempel, wo ich die ganze Zeit drauf hingearbeitet habe. Deswegen freut mich, dass das gerade so gut funktioniert. Und dass das hier so ein bisschen Gestalt annimmt. So, hier vorne ist immer noch dieser blöde Baumarsch. Ja. Keine Ahnung, wann ich den dann mal wegbügeln kann. Ich glaube, das wird noch einen Moment dauern. So, da möchte ich, glaube ich, auch noch ein Fenster hin. Ne, hier vorne machen wir ein Fenster hin. Hier machen wir eine ganz normale Wand nochmal hin. Und hier. Genau, hier kommt wieder eine Fensterwand hin. So, und hier ist dann auch erstmal Sense. Ich glaube, hier muss ich erstmal wieder abholzen, aber den machen wir erstmal weg. Der stört nämlich ein wenig. Wie sieht denn das eigentlich im Inventar aus? Kriege ich die Bretter zurück? Ich kriege tatsächlich die Bretter zurück. Ah, und das Sägeholz. Okay, das muss ich dann wohl neu verarbeiten. Ja, richtig nice hier, Freunde. Das nimmt richtig schöne Züge an. So, jetzt muss ich noch mal gucken, ob ich hier noch mal erweitern kann. So, und hier ist dann tatsächlich Schluss, weil hier geht es ja nicht weiter, aber das finde ich gut. Dann setzen wir doch hier noch mal ein Fenster hin und ja. Hier machen wir das Gleiche. Da kommt auch wieder die Wand hin. Jo! So, Freunde, dann haben wir das nämlich erstmal wieder zu. Jetzt muss ich gerade mal gucken auf Bauen. Dann können wir das hier wegmachen und das hier können wir wegmachen und dann können wir die Säulen hier wegmachen. Nee, natürlich nicht. Du musst erstmal die Wände rausziehen, dass du dann die Säulen wegmachen kannst. Komm schon. Ja, das funktioniert doch wunderbar. Du auch noch. So, wie ist das jetzt? Oh, bekomme ich auch nur zu 75% erstattet. Also da muss man halt auch echt aufpassen, was man wegmacht und was nicht. Was Sinn macht und was nicht. So, wie sieht denn das jetzt aus? Wieso habe ich denn jetzt hier... Ach so, ich habe ja da vorne noch offen. Ist ja noch offen hier wie nix. So, ich würde sagen, wir hauen jetzt erstmal diese Steinvorkommen runter.
dass wir dann auch schon die nächsten Ziegel in Auftrag geben können. So, der hat auch einen Spezialangriff. Oha. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis der hier, also der Nachbar, also von hier aus gesehen nach oben, wann der vergisst, sein Dings aufzuladen, seine Blutessenzen. Und dann doof dasteht. Schauen wir mal. So, hier gab es einen rohen Topaz. Den gönnen wir uns dann auch. Und, ach guck mal, hier haben wir noch Blutrosen. Sehr schön. Die brauchen wir zum Reparieren. Das hatte ich euch ja in der letzten Folge auch gesagt. Wer es noch nicht weiß, immer schön mit einsammeln. Ganz wichtig. So. Wie viel haben wir denn noch? Oh, Steinziegel haben wir nicht mehr so viel. Da können wir eigentlich schon welche wieder in Auftrag geben. Jetzt geht auch die Sonne wieder auf. So ein Quatsch. So, ab in die Mühle. Und dann hauen wir rein. Wir brauchen Steinziegel. Dann können wir hier auch gleich noch Bretter herstellen. Davon haben wir nämlich auch wieder genug einstecken. Holz meine ich. Blutessenzen haben wir auch genug. Dann können wir hier mal die ganzen Pflanzenfasern reinschmeißen. So, das ist jetzt am Rödeln. Kann ich denn auch Fenster bauen? Tatsächlich. Kupferbarren. Fensterluken aus Holz. Fenstergitter. So, was machen wir denn? Ich würde sagen, wir gucken uns einfach beides mal an. Ich stelle das mal hierher. So, kann ich die jetzt aufmachen? Ah, ist das geil. Cool, nice. Kann ich auch beides reinmachen? Fensterluken aus Holz. Ach so, nee, das eine wird dann durch das andere ersetzt. Okay. Na gut, da finde ich die aus Holz aber schon geiler, ne? Muss ich ja mal ganz ehrlich so sagen. Ich meine, das hat natürlich auch was, ja. Sieht man natürlich jetzt von außen nicht so. Aber ja, die Fensterluken. Ich weiß halt nicht, ob das nachher wirklich was ausmacht, ob die Hütte dann wirklich dunkel ist. Wenn du diese Fensterluken aus Holz vormachst und dass du einfach mehr Schatten hier drin hast. Keine Ahnung. So, ach wie, guck mal hier, ich könnte eigentlich mal was reparieren. Und zwar ist mein Ring in Fritten. Ah, seht ihr, ich brauche Pflanzenfasern. Habe ich den jetzt abgelegt? Tatsächlich. Bist du denn doof? Brauche ich doch. Ich würde sagen, wir gehen noch mal ein bisschen Steine klopfen. So, das habe ich jetzt natürlich sehr geschickt gemacht. Jetzt komme ich da nämlich gar nicht mehr raus. Muss ich halt mal hier unten gucken. Gut, Steine klopfen heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich den Steingolem klopfen muss. Oh, fuck! Fuck, fuck, fuck! Entschuldigung für das böse Wort, aber ihr habt es ja gerade gesehen, es wurde sehr warm. Das habe ich natürlich echt doof gemacht. Da hätte ich vielleicht nochmal einen Ausgang bauen sollen, dass ich da auch noch rauskomme. Weil da hinten sind ja auch mal so, ja, Vorkommen, ne? Nein, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. So, da müsste eigentlich schon wieder was fertig sein. Ja, komm, die paar nehmen wir mal mit. Dann können wir hier schon wieder Steine reinlegen. Das musst du halt permanent am Laufen haben, ne? Wenn du hier echt vorwärts kommen willst, muss das einfach laufen. So, Wände, wo sind sie? Da. Komm hier hin, da hin. Hier hin, dann kommt da wieder ein Fenster hin. Das hätte ich gerne so. Ich weiß jetzt gar nicht, kann ich hier denn noch eine Grenze bauen? Also hier noch erweitern. Würde das gehen? Fehlende Ressourcen. Was fehlt mir denn? Wahrscheinlich Stein. Mir fehlen Steine. Dann gucken wir mal, wie das mit dem Boden aussieht. Denn ich glaube, den kann ich bauen.
Wände, Fenster, Tapeten, Etagen, Boden. Aha, okay. Ja gut. Dann ist das halt immer so. Ich komm, ich mach mal hier den Dings wieder hin. Also diese Holz... Fensterluken aus Holz. Die möchte ich gerne da haben. So, die möchte ich hier auch haben. Also hier vorne. Ja, Freunde, so langsam nimmt es Gestalt an, ne? Also ich finde es richtig gut. Ach komm, wisst ihr, was wir machen? Wir machen hier auch noch ein Tor hin. Weil das spawnt ja immer wieder, deswegen finde ich, macht das schon Sinn. Ey, nee, lass das. Ach so, kann ich jetzt einfach hier... Oh, nee, das ist ja doof. Oh, das, okay, Freunde, das müsst ihr euch schon vorher überlegen. Fehlende Ressourcen. Jetzt ist das hier offen wie ein Scheuntor. Gibt's doch nicht. Diener werden diese Tür weder öffnen noch schließen. Aha. Okay. Ja, ich brauche mehr Steinziegel. Freunde der Volksmusik. Einfach mehr davon. Oh, echt jetzt? Echt jetzt? Zwei Sternziegel brauche ich noch. Ja, nicht richtig überlegt. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Komm, den anderen noch. So, dann haben wir mal wieder zwei und dann können wir die Luke auch zumachen. War es ein Glück, wird es jetzt dunkel. Aber der Unterschied, Schloss Diener-Tor, also ja, kann ich Diener bekommen? Kann ich irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche... Achso, ihr seht das gerade nicht, gell? Nee, doch, den Tooltip könnt ihr sehen. Aber er sieht jetzt gerade die Auswahl nicht. Okay, damit muss ich mich auch nochmal näher beschäftigen. Aber das soll uns jetzt auch erstmal nicht hindern, hier weiterzumachen. So, habe ich hier noch Steine drin? Oder Moment, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gucken mal eben nach Kupfer, nach Kupferäxten. Ja, die stellen wir uns nämlich gerade mal her, weil da draußen ist nämlich dieser komische Baum, Baumfuzzi. Vielleicht kann ich den zerlegen. Weil der stört mich schon sehr arg. In meiner Entfaltung. Ja, weil da draußen ist so ein bisschen meine Farmstelle. Da gibt es nämlich auch Kupfererz. Und ja, habt ihr gerade gesehen, Steinvorkommen. Und die kommen halt auch immer wieder. Deswegen ist das ganz nice. Ich muss jetzt eh warten, bis wieder genug Dings fertig sind. Steinziegel, dann kann ich gerade die Zeit auch mal nutzen dazu. So. Was mit dem Gerümpel wird ja auch immer mehr, ne? Ja, gerade mal so sagen. Komm mal her da. So, du da rein. Noch mehr Zeug rein. Ich hatte auch eine Kiste, wo Steine drin waren. Genau. Die können wir nämlich mal da reinpacken. Wie sieht es hier aus? In der, so, in der Schmelze. Da können wir nämlich auch noch Zeug reinschmeißen. Lass mich mal kurz überlegen. Blutpresse, wie sieht es hier aus? Wie können wir die 50 Essenzen rausnehmen? Und wie können wir die verdorbenen Herzen, können wir mal quetschen. So.
aufmachen den Laden hier. Das dauert ja relativ lange, bis der mal hier ausholt, ne? Okay. Das sollte jetzt mal nicht so das Problem sein. Er ist ja schon ein bisschen lahm, aber trotzdem sollte man immer mal ein bisschen aufpassen. Ah, Junge! Ja, mach ruhig da, passt schon. Ist alles okay für mich. Finde ich völlig in Ordnung. Der hat gesessen. Okay. Nein. Himmelarsch, wenn der zuhaut, dann ist aber echt, dann gibt's aber echt eine Schelle, ne? Scheiße, jetzt hat er mich gleich. Er macht mir mein Tor noch kaputt. Freunde, da liegt er. Meine Herren. Das war aber echt eine knappe Nummer hier, ne? So, jetzt wollen wir gerade nochmal eben die Ressourcen abbauen. Falsche Taste.
Oh, da ist letzte Steinvorkommen noch. Ah, guck mal, da unten sind Knochen. Die können wir uns auch noch eben holen. Ich brauche ja wieder welche. Hier gab es wohl einige Diskussionen. Was ist das hier? Das war ja ein lustiger Bär. Hat er hier irgendwie einen Schmuck drauf gehabt oder was war das? Ach, ist mir auch egal jetzt. Ja. Kommen wir wieder zurück in die Butze hier. So, hier machen wir das Tor auch mal zu. Sonst zieht's noch. Nee, zu, habe ich gesagt. Gut, dann schmeißen wir den Rest mal in die Mühle rein. Steine sind ja erstmal wieder ein paar da. Hier kommt das Holz noch rein. Dann kommt hier noch ein bisschen Kupfer rein. Da haben wir nämlich auch noch gerade was abgebaut. Was haben wir hier? Feuerblütensamen. Was hat denn der alles gerade von sich geschmissen? Trauerliliensamen. Okay, okay, okay. Ja, Blutrose, Pflanzenfaser, Knochen haben wir wieder. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, das war's heute schon wieder. Wir sind schon wieder bei über einer halben Stunde. Ja, was soll ich sagen? Ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Ich werde, glaube ich, in der Zwischenzeit noch ein paar Materialien farmen, um dass wir dann beim nächsten Mal auch hier direkt wieder einsteigen können und ja, die Burg einfach weiterbauen können. Ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschö mit Ö.